CMKPL, meine Stat-Pattern Redline Sniper und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi Arbeit und wir sitzen heute in der Badchat 25T, französischer Medium, Stufe 10. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Panzer hier in diesem Spiel. Ich befinde mich im Zug mit dem Tryhard Alligator und dem Basti auf der Map Pilsen. Logischerweise in einem Zehnergefecht. Für ein Zehnergefecht relativ wenig Zehner, muss ich sagen. Und die Map ist jetzt nicht ideal für die Badchat, wie ich jedenfalls finde. Ich bin auch kein guter Badchat-Fahrer, deswegen, wenn ihr dieses Replay hier seht, nagelt mich bitte nicht fest, dass das ein guter Badchat-Fahrer nicht machen wird. Ich bin halt einfach kein guter Badchat-Fahrer, aber es war mal ein gutes Gefecht. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier zusammen reisen können. Basti und ich, wir fahren natürlich auf die 9er und 0er Linie, dort wo meiner Meinung nach auf dieser Map hier die meisten Medis hingehören, wenn nicht sogar alle Medis. Es kommt immer ganz drauf an, was man für einen Spielstil hat. Und was ich immer mache am Anfang ist über diese Ridgeline fahren, um viele, viele Panzer aufzumachen, während ich hier rumfahre. Und ihr seht, da geht einiges auf. Ich habe mein Magazin durchgeladen und beginne die erste Schüsse zu setzen. Der E100 hier, der will noch ein paar mehr kassieren. Versucht mal auf mich zu zielen mit seiner Zielzeit. Kann er natürlich nicht auf mich schießen. Und ich habe hier tatsächlich alle 5 Schüsse durchbringen können. Das ist nicht selbstverständlich, vor allen Dingen nicht dafür, wie ich gezielt habe. Ich habe nicht einen Schuss, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, voll eingezielt. Die Badger ist gut und gerne auch mal dafür da, dass die da die Hälfte der Schüsse dort vorbeisetzen kann. Habe jetzt einfach noch ein bisschen gewartet, um einen Großteil meines Magazines hinter dieser Düne dort nachzuladen. Also wie gesagt, das Magazin hier gerade hätte auch gut und gerne zur Hälfte in den Dreck gehen können. Hatte ich relativ viel Glück, dass dort alle Schüsse ihr Ziel getroffen haben. Jetzt versuche ich einfach mal den FV noch Hallo zu sagen. Den habe ich hier leider nicht in das Kettenrad reingeschossen. Das war sozusagen der erste Fehler, den ich hier mache. Mit einem Autoloader solltet ihr euch immer bemühen, dass der erste Schuss in die Ketten geht. Dass ihr sozusagen den Gegner auf den Serviertablett habt und dann könnt ihr einen nach den anderen schön in das Kettenrad reinschießen. Wenn ihr euch sicher seid, dass der Gegner das Repair Kit benutzen wird, dann wartet einfach, bis er es benutzt und schießt dann den zweiten Schuss erst raus. Das mache ich zum Beispiel mit dem T57 Heavy sehr oft. Schieße ich den ersten Schuss in den Ketten und danach reparieren die meisten eigentlich instant ihre Kette und dann kann man eigentlich nochmal in die Kette reinschießen und dann steht er einfach. Und jetzt versuche ich einfach noch den E100 noch ein paar Schüsse reinzugeben. Wichtig dabei ist hier, dass ihr nicht auf die Spaced Armor schießt, die dort über den Ketten sich befindet, beziehungsweise auf den Turm, weil dort werdet ihr wahrscheinlich mit normalen ABCR nicht durchkommen. Versucht wirklich in den Winkel, wie ich es jetzt versucht habe, vorne in das Kettenrad wieder reinzuschießen. Erstens trackt ihr den E100 wieder, zweitens macht ihr halt dort sicher euren Damage. So, der FV, der ist hier ein wenig sneaky, hat jetzt gewartet, bis mein Magazin raus ist. Er hat quasi mitgezählt und piekt jetzt wieder rum, um mir die ein, zwei Schüsse zu geben. Und jetzt habe ich aber fast wieder nachgeladen und möchte ihn natürlich hier aus seiner Position dann raus haben. Das hat er wahrscheinlich gerochen. Ist deshalb auch fix hinter sein Haus gefahren. Aber ich gehe jetzt hier das Risiko ein, um diesen Panzer hier rauszunehmen. Das ist der einzige, der jetzt noch hier rumsteht. Neben dem Jagdpanzer E100. Ich habe einfach das Risiko in Kauf genommen, dass der Jagdpanzer hier herzielt. Hat Gott sei Dank nicht auf mich geschossen. Und jetzt versuche ich einfach mal, den Jagdpanzer E100 noch ein, zwei in die Seite zu geben, denn er konzentriert sich auf den Skoda T50, der vor ihm steht, und ich kann ihn hier schön durch die Superstructure oben durchschießen. Wichtig an dieser Stelle finde ich auch ist wieder, dass ihr nicht in die Ketten schießt, sondern wenn der Jagdpanzer E100 einfach seitlich zu euch steht, schießt oben durch die Superstructure. Dort macht ihr euren sicheren Durchschlag und riskiert einfach nicht, dass einer eurer Schüsse auf mystische Art und Weise, wie Wargaming es so zu machen pflegt, in den Ketten hängen bleibt. So, wieder am Haus stehen geblieben, um nachzuladen. Ihr könnt leider nicht unseren Teamspeak-Talk nachvollziehen. Basti und ich, wir haben jetzt einfach ausgemacht, dass ich mich um die Artis kümmere, dass er ohne Druck auf dem Feld arbeiten kann mit seiner Gun Depression. Er sitzt ja am STB-1, der hat eine wunderbare Gun Depression, um auf der Ridgeline auf der 9er Linie zu arbeiten. Das kann er aber natürlich nur, wenn er sicher sein kann, dass keine Arti auf ihn schießt. Deshalb werde ich hier mein Magazin benutzen, um die beiden Artis zu killen, und sehe jetzt, dass die beiden IS-7 durch das Lagerhaus durchkommen und versuche natürlich diesen Pulk da auszuweichen, weil gegen 2 IS-7 brauche ich mich nicht mehr anzulegen, wenn dort bloß noch unsere IS-7 ist und ich nur noch die Hälfte der Lebenspunkte habe.
Deshalb habe ich jetzt einfach gewartet, was die ES7 machen. Die konzentrieren sich alle auf unsere ES7. Das gibt mir Zeit, um quasi aus dieser brenzlichen Situation zu entkommen. Muss leider die ES7 opfern. Und muss leider hier meinen eigenen Stiefel spielen. Ist nun mal in manchen Situationen so. Und ich versuche einfach noch Basti und den T54 bei dem M103 dort drüben zu unterstützen. Denn wenn der weg ist, können wir uns noch um den Skorpion G kümmern. Und dann hätten wir quasi nur noch die beiden IS-7 gegen uns. Das Problem ist, wenn ihr unten auf meine Munition schaut, dass ich einfach mal nur noch 8 Schuss habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht mal mehr ein ganzes Magazin für meine Badget. Und wir haben aber noch genug Lebenspunkte der Gegner über, um hier noch ordentlich was an Damage rauszuhauen. Und das werdet ihr bei guten Badget-Spielern öfter sehen, beziehungsweise vielleicht auch selber schon erlebt haben, dass die Badget-Schuss einfach zu wenig sind, wenn die Gefechte so lange dauert und ihr wirklich so viele Schüsse setzen könnt, wie ich es jetzt hier auf Pilsen machen konnte. Und da habt ihr öfter mal das Problem, dass ihr die Badget hier leer schießt. Und das eigentliche Problem daran ist, dass es ärgerlich ist, weil ihr hättet ja mehr machen können, als ihr jetzt in diesem Gefecht geleistet habt. Ne? Also ich hätte jetzt hier noch mehr Damage rauskloppen können und noch mehr Gegner killen können, wenn ich dann noch mehr Schuss dabei habe. Habe jetzt aber nur noch 8 Schuss, das heißt, ich muss jetzt relativ gut haushalten. Das war jetzt kein relativ gut haushalten. Das war schon mal ein Jackshot, was man auch als Luckshot sehen kann. Und jetzt habe ich Heat drin und kann den IS-7 oder der IS-7 einfach oben durch die Schultern durchschießen. Das läuft mit Heat relativ gut. Hätte ich dort APCR geladen, hätte ich die untere Wanne treffen müssen, um dort sicher zu durchschlagen. Aber Heat macht es mir ja einfacher. Und bitte lyncht mich auch nicht, dass ich hier Hälfte meiner Badget drin habe. 15 APCR und 15 Heat. Das liegt einfach daran, wenn man Badget nicht spielen kann, dann muss man das mit Heat ausgleichen. Und ja, ist halt einfach so. Gut, ich versuche jetzt einfach nochmal die Gegner zu flankieren. Warte jetzt erstmal darauf, was die andere IS-7 macht. Die eine IS-7 attackiert jetzt unseren T-54. Und offenbar kann der IS-7 jetzt nicht viel entgegensetzen. Ich versuche jetzt einfach die 4 Hitschüsse, die ich noch habe, dazu zu benutzen, um diese IS-7, oder diese IS-7, männlich, weiblich, keine Ahnung, da müsste ich Yusuf Stalin Leute sehen, ne? Also der IS-7. Noch eine reinzugeben und die vielleicht sogar rauszunehmen. Der erste Schuss, typisch Heat, in die Ketten, macht kein Damage. Das solltet ihr euch auch merken, dass ihr mit Heat möglichst nicht auf die Ketten schießt, sondern genau dort, wo ich jetzt getroffen habe, über die Ketten in die Wanne rein, um nicht durch die Ketten einfach die Absorption zu haben und sozusagen kein Damage zu machen, sondern zielt einfach über die Ketten in die Wanne und dann macht ihr auch mit Heat sicher euren Damage. Sobald ihr auf Ketten schießt, habt ihr das Risiko, dass einfach der Schuss absorbiert wird. Und jetzt habe ich angesprochen das Problem. Ich bin leer, ich kann Basti im Prinzip nicht mehr helfen. Ich habe auch nur noch 476 HP, habe jetzt nicht wirklich was. 76 oder noch weniger. Habe jetzt nicht wirklich was, um die der IS-7 was zu geben, Damage zu geben, ne? Weil die könnte, wenn sie High World einfach mich mit einem Schuss rausnehmen, dann hätte Basti auch nichts davon. Der Plan jetzt war einfach, dass Basti zu unserem Cap fährt und den IS-7 noch ein bisschen weiter weg von seinem Cap zieht und ich dann einfach in der Minute 40 durchcappen kann. Das Problem ist aber, dass Basti in seinen STB-1 einfach mal ein Amorek hat und damit dem IS-7 jetzt nicht wirklich was entgegenzusetzen hat. Er hat es jetzt damit versucht, dass er sich hinter diese Ridgeline zurückzieht und den IS-7 oben auf der Kuppel trackt. Hat aber das Problem, dass er halt weit über 10 Sekunden nachlädt und in der Zeit hat der IS-7 seine Kette schon wieder repariert, ist über die Ridgeline gefahren und nimmt Basti in diesem Moment raus. Das heißt, ich habe jetzt ein riesiges Problem. Ich brauche noch über eine Minute, um zu cappen. Und der IS-7 braucht auf alle Fälle keine Minute, um zurück zu seinem Cap zu kommen. Und es gibt in diesem Cap auch keine Möglichkeit, sich hinter einem Haus oder hinter irgendwas zu verstecken, um jetzt effektiv durchcappen zu müssen. Deshalb breche ich den Cap hier ab. Versuche den IS-7 noch offen zu halten, um zu sehen, was er denn macht, weil ich will ja logischerweise jetzt nicht drauf gehen. Möchte an dieser Stelle einfach nur überleben und einfach auf die Dummheit bzw. die Unwissenheit des IS-7 hoffen, dass er nicht weiß, dass ich leer bin. Und
sozusagen nicht cappen geht. Denn wenn der IS-7 cappen geht, habe ich ein riesiges Problem, denn ich kann den Cap nicht anders resetten als den IS-7 zu RAM. Habe jetzt also gesehen, dass er auf dem Weg ins eigene Cap ist und ich spule jetzt hier einfach mal vor, weil hier nichts anderes als Katz und Maus noch gespielt wird. Ich fahre jetzt einfach quer über die Map, um den IS-7 einfach aus dem Weg zu gehen. Fahre jetzt hier nochmal durch die Mitte, um vielleicht zu sehen, ob ich ihn in der Mitte nochmal aufmachen kann. Mache ich nicht. Fahre hier nochmal über die Ridgeline, geht nirgendwo der IS-7 auf. Fahre jetzt also hier in den Busch und lasse die Zeit runterlaufen und hoffe einfach, dass der IS-7 nicht ins Cap geht. Und wie ihr seht, macht er keine Anstalten. Hab auch mein Team informiert, dass ich leider leer bin. Und das war's auch mit diesem Gefecht. Ich stehe hier in diesem Busch, lasse die Zeit runterlaufen. Und am Ende war das hier leider ein Unentschieden. Wir schauen uns jetzt noch die Postgame-Stats an. Gut, wie versprochen, die Auswertung des Gefechtes mit dem Badgehead 25T auf Pilsen. Wir haben tatsächlich endlich Panzerass in den Badgehead hinbekommen. Ich habe mir geschworen, dass ich irgendwann Panzerass in diesem Panzer machen werde. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft. Wie gesagt, Badgehead ist nicht mein Lieblingspanzer, beziehungsweise nicht der Panzer, mit dem ich am besten umgehen kann. Aber ich bemühe mich. Also, Panzerass ist hier das Entscheidende, was ich an diesem Gefecht brauche. Wir haben Großkaliber noch bekommen. Nach Erfahrung stehe ich ganz oben, habe in diesem Gefecht knapp 7400 Damage gemacht, 5 Kills von 30 Schüssen sind 28 ins Ziel gegangen und 23 getroffen. Also eine ordentliche Quote für den Badgehead. Habe auch nur 1400 Damage auf mehr als 300 Meter gemacht. Ne? Also alle, die sonst immer sagen, ich stehe mit meinem Badgehead ganz hinten an der Redline und snipe nur, die können mir in diesem Spiel auf alle Fälle keinen Vorwurf machen, aber ihr müsst natürlich auch bedenken, es war Pilsen. Auf Pilsen auf der Redline stehen ist halt trotzdem immer noch kurz vorm Gegner. Na, die Map ist nur 800 Meter mal 800 Meter. Das heißt, selbst wenn ich an der Redline stehe, dann stehe ich halt trotzdem noch direkt vor der IS-7. Na, von daher kann man hier jetzt nicht wirklich auf mehr als 300 Metern snipern. Gut, ich bin knapp 7 Kilometer gefahren, habe also quasi Pilsen ungefähr 5-mal umrundet. Und ja, 368 ist natürlich epischer Spotting Damage. Scout Tengu Pro. Hab 90.000 für die Munition bezahlt. Na, das ist natürlich heftig, weil ich habe natürlich 15 Heat dabei. Wer Badgehead nicht spielen kann, der muss halt Heat laden. Und deswegen habe ich 1:1 Heat und ABCR in dieser Badgehead drin. 15 Heat, 15 ABCR. Viele steinigen mich dafür immer, auch auf dem Stream. Aber wer Badgehead nicht fahren kann, muss das damit halt ausgleichen. Deswegen für die 7.400 Damage habe ich 93.000 und dann auch 7.000 für meine persönlichen Reserven gekriegt. Das heißt, wir kommen dann nur auf 8000 minus. Das ist für ein 15-Heat-Schuss-Game schon ordentlich. Hätte ich jetzt mehr erwartet, ich hätte jetzt mehr Minus erwartet. Und 2115 Erfahrung gab es am Ende. Gucken wir mal, was Basti gemacht hat in seinem STB1. Der hat von 24 Schuss 17 getroffen und natürlich nur 9 durchschlagen. Das ist schade. Ja, aber ich habe keine Ahnung von dem STB1. Kann durchaus sein, dass der jetzt nicht die genaueste Kanone hat. Das müsste ich mir in den Stats nochmal angucken. Wage ich nicht zu beurteilen. Aber er hat trotzdem 3500 Damage rausgehauen. Das ist ordentlich auf Pilsen. Hätte er kein Armor-Rack gehabt, hätte er vielleicht noch mehr machen können. Vielleicht hätte, wäre und überhaupt. Es ist nun mal jetzt so gelaufen. Er ist auch über 3 Kilometer gefahren. War also auch viel unterwegs. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht. Aber ich finde trotzdem, dass es ein gutes Gefecht war. Vor allen Dingen für mich. Ich habe endlich meinen Panzerass auf dem Badgehead. Hat die volle 15 Minuten gedauert, weil ich wie gesagt das Unentschieden rausschinden musste. Wenn der IS-7 cappen gegangen wäre, hätte ich nichts anderes machen können, als ihn vielleicht rammen können, um den Cap zu resetten, aber da wäre ich auch drauf gegangen. Also sobald der IS-7 hätte gecappt, hätte ich dieses Spiel verloren, egal wie. So, das war's zu diesem Gefecht. Ich hoffe natürlich, das Replay hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wer gut in der Badgehead ist, der kann mir gerne Tipps geben, wie man mit diesem Panzer umzugehen hat, auf welche Ziele man sich konzentrieren sollte, was ich hier hätte besser machen können, wie ich hätte besser haushalten sollen oder auf welche Ziele ich mich hätte konzentrieren sollen. Was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, allgemeine Meinung zum Badgehead 25T natürlich auch gern gelesen. Ich hoffe natürlich, wir hören, schreiben uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!